Bear witness to my sublimation. I separate the true from the dead. Right. Go. Ja, hat sich pervers angehört. Abnehmen. Abnehmen. Warte. Das ist nicht schlimm. Ich war bloß Herausforderungen fehlgeschlagen, nicht dran stehen. So, ich gehe dann wieder zu Elisa. Dauert aber noch kurz. Dauert noch. Jetzt kann ich abnehmen. Danke dir. Gibt's irgendwo einen Schwertträger? Schwertträger? Ja. Guardian down. Kann ich runter, Manu? Ja. Ja. Na, ich merk's, ne? So, ist gebankt.
Hölle? Ja. Schwänge abnehmen. Ne, ne, wir aktivieren gleich von unserer Seite aus. Ja, alle runter. Ja, aber dann machen wir das jetzt einmal und danach gehe ich immer nur kurz runter. So, jetzt gehen wir erstmal auf Posis. Und drauf. Das aktiviere ich hier schon mal. Jetzt müssen wir halt warten, bis die Brücke steht. Ihr könnt euch... Ja, gibt ja nur ein Schwert drin. Erstmal warten, bis die Brücke steht. Jetzt baut sie sich gerade auf. Kurz warten, bis sie da ist. So, ich sag go, go, go. Hier runter. So, und jetzt schnappt ihr den Ritter vorne. Ich gehe gleich wieder drauf. Dann einbänken das Schwert, einbänken, ja. Und dann kannst du dir gleich einen Kelch holen. An der Treppe vorne. Ne, andere Richtung, andere Richtung. Stopp, stopp, stopp. Guck mal da vorne. Ja, kannst du dir gleich holen, voll machen und dann gibst du entweder Schwänge oder Morpheus. Wenn du an der Platte bist, sagst du Bescheid, dann gehe ich runter. Und Vollsprint. Und go. Schlagen mit dem Schwert. Er ist hier, ich gehe wieder drauf. In die Mitte musst du gehen, in die Mitte, deinen Ritter holen, Alex. Mitte nach vorne hier. Der blaue, rechte Seite. Mir kann man auch geben, mir kann man auch geben. So, und dann das Schwert einbänken, genau, Alex. Kannst du chillen erstmal. Ab. Alex, bleibst du hier bei mir, dann kannst du mir den Kelch abnehmen. Wenn es soweit ist. Aber nicht auf die Platte stehen, geh am besten runter irgendwo hier an die Seite oder sowas. Und hopp, Alex abnehmen. So, wir können alle runter von den Platten und Totems. Kann der Manu abnehmen? Kann noch jemand? Ansonsten bänken, ja.
Ja, ist nicht weiter schlimm, nicht weiter schlimm jetzt. Alle auf Solar, ja? Stellt mal in die Mitte irgendwie noch einen Brunnen rein, wer kann. Hier, wo gerade gehackt wird. Fertig. Doppelkiste! Precarius Balance. Sind gleich wieder da. Jo, schlechte Tonqualität, aber geschafft. Zweite Challenge im Raid, Normalmode erstmal. Wie schon gerade gesagt, Precarious Balance. Hat man jetzt ja gerade schon gesehen, also es geht darum, dass die Brücke nicht aufgebaut sein darf, wenn jemand die Brücke überquert, ne? So muss man das halt dann immer ein bisschen timen, dass die Brücke gerade so am Abbauen ist, wenn man rübergeht. Das kann man entweder machen, indem man selber rüberläuft, so wie wir das am Anfang gemacht haben, ich zum Beispiel, dass ich halt die Brücke praktisch halte und aufbaue und dann drüber renne. Dann passt es zeitlich, weil dann baut sie sich schon ab, wenn ich rüberlaufe. Oder eben, wie es jetzt gerade zuletzt zu sehen war, dass ich von der anderen Seite die Brücke halte und dann runtergehe, wenn der Schwertträger von der anderen Seite rüberkommt und mir den Call gibt. Ne? Viel mehr ist es nicht. Also tatsächlich relativ einfach. Ne? Hard Mode, andere Geschichte, aber das kommt dann noch. Ne? Machen wir erstmal Cha-Ching, da gibt es eine schöne neue Essenz. Das was ab, wundervoll.